Die Stadtwerke Jena starteten am Montag mit den Vorbereitungen für die abschließenden Reparaturarbeiten an der Fernwärmeleitung in der Naumburger Straße in Jena Nord. Am Samstag werden im Baustellenbereich bis etwa 16 Uhr Rammarbeiten durchgeführt. Anwohner müssen mit viel Lärm rechnen. Dann werden die ersten T-Träger außerhalb des Straßenbahnbereiches in den Boden gebracht. Das dient der Baugrubensicherung und verhindert, dass die Erde unterhalb der Gleise in die Baugrube rutscht. Bei der Havarie im Februar in einer eisigen Nacht waren rund 6.500 Haushalte im Norden Jenas ohne Fernwärme. Ursache für das Leck war eine gerissene Schweißnaht. Zunächst wurde die Fernwärmeleitung provisorisch repariert. Wir können jetzt das komplette Rohrstück ersetzen. Wir haben dazu komplett neue Rohre anfertigen lassen und die werden jetzt eingebaut. Das hat ein bisschen gedauert. Wir hatten, wie alle es ja inzwischen auch privat gewohnt sind, Lieferverzögerungen. Das war ein Grund, bis eben dieses extra gefertigte Rohrstück und andere Rohrleitungen hier angeliefert werden konnten. Zum anderen haben wir natürlich auch Rücksicht genommen auf die andere Baustelle hier in Jena Nord, in der Dornburger Straße. Diese Baustelle musste erst weiter Richtung Norden rücken, damit da zum Beispiel in der südlichen Schützenhofstraße wieder der Busverkehr drüber geleitet werden kann. Bevor die neuen Leitungen jedoch eingesetzt werden können, sind weitere vorbereitende Maßnahmen nötig. An zwei einzelnen Tagen wird die Fernwärme unterbrochen. Welche Tage das genau sind, darüber wollen die Stadtwerke rechtzeitig informieren. Entscheidend sind die Witterungsverhältnisse. Wird es zum Beispiel angekündigt sehr, sehr kalt, dann würden wir das natürlich nochmal verschieben, denn an dem Tag ist in einzelnen Bereichen in Jena Nord, kommt es zu dieser Fernwärmeunterbrechung. Das lässt sich da nicht vermeiden. Allerdings können wir sowohl zeitlich als auch räumlich die Fernwärmeunterbrechung deutlich eingrenzen. Es ist ein ganz kleiner Teil hier in Jena Nord, der dann betroffen sein wird von der Fernwärmeunterbrechung. Konkret geht es um den Bereich vom Emil-Höllein-Platz entlang der Leipziger Straße bis eben Höhe Naumburger Straße 1, das heißt deutlich eingegrenzter Bereich, der an diesen einzelnen Tagen davon betroffen ist. Die erste Fernwärmeunterbrechung wird es geben, wenn das provisorisch reparierte Stück ausgebaut wird. Im nächsten Schritt werden die neuen Teile vormontiert. Nachdem die Schweißnähte geprüft und die Isolierung fertiggestellt wurden, muss die Fernwärme ein zweites Mal unterbrochen werden, um den neuen Leitungsabschnitt einzubinden. An den beiden Unterbrechungstagen wollen die Stadtwerke 5 Heizcontainer aufstellen. Die gesamte Baumaßnahme soll voraussichtlich vor Weihnachten abgeschlossen sein. Solange ist auch die Kreuzung gesperrt.